Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder jede Menge kleine Schnipsel für euch. Das heißt, das sind alles Telefonate, die nicht ganz so lang gegangen sind, wie man sich das gerne wünscht. Aber trotzdem viel zu schade zum Wegschmeißen. Von daher bekommt ihr hier heute wieder eine kleine Schnipselparty. Spreche ich denn? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Voldemort? Ja, Voldemort ist am Telefon. Leonie hat am Apparat von der Unions Market Group. Aha. Ja, Voldemort, es geht um die Registrierung. Sie haben nach einer Online-Handelsplattform nachgesucht. Okay. Mhm. Und meine Frage ist, ob Sie haben noch Interesse an diesem Bereich? Interessant an dem Bereich? Ja, also haben Sie Interesse an diesem Bereich? Da habe ich Interesse, ja. Mit welchen Handels... Instrument möchten Sie handeln? Eichenholz. Kryptowährung? Eichenholz. Mit welche? Also, wir haben Kryptowährungen, Aktien oder Forex-Markt. Haben Sie keine Rohstoffe? Rohstoffe sind Aktien. Achso, ja, dann nehme ich da sowas, wenn ich damit Eichenholz. Okay. Ja. Werde ich Ihnen eine Seite buchstabieren? Und zwar, kennen Sie die Bitpanda 8? Wie ein Tier, also so ein Panda. Bitpanda, AIDS. Der Bitpanda hat AIDS. Bitpanda, AIDS. Das ist eine Applikation. Ach so, ich dachte schon. Sie können diese Bitpanda installieren auf Ihre Handy. Das klingt entzückend. Ja. Können Sie auf Ihre Handy Bitpanda installieren? Telekommunikationsendgerät. Können Sie das auf Ihre Handy installieren? Das heißt Telekommunikationsendgerät. Wir sind hier in Deutschland. In Deutschland sagt man dazu Telekommunikationsendgerät. Oder auch Mobiltelefon. Auf Ihre Smartphone auch. Nee, ich möchte das bitte in Deutsch. Können Sie auf Ihrem Mobiltelefon den Bitpanda-App installieren? Ja, und was habe ich dann davon? Werden Sie etwas machen oder machen Sie einfach nur Spaß? Ja, Voldemort. Oder sind Sie einfach eine ganz andere Person? Was? Können Sie jemand anderes verarschen, ne? Wieso verarschen? Tja, die Verarsche ist hier ein bisschen spät aufgefallen. Allerdings, erstmal, dass er überhaupt den Herrn Voldemort angerufen hat. Gut, das kann ja tatsächlich sogar sein. Und der Herr Voldemort, der handelt natürlich logischerweise sehr, sehr gerne mit Eichenholz. Aber naja, hier war einfach wieder zu erkennen, dass dieses gesamte Gespräch nichts anderes als in die Richtung von Betrug laufen kann. Denn hier ging es, wie immer, nur um die üblichen Skripte ablesen, aber nicht um den Kunden. Guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Stefan Schmidt? Mit wem? Stefan Schmidt? Ja. Hier am Apparat ist Luca May. Ich möchte mit dem Herrn Stefan Schmidt sprechen. Aha. So, also Herr Stefan Schmidt, Sie haben sich bei uns registriert mit Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Nachnamen. Okay. Genau, Sie haben Interesse gezeigt über die Kryptowährungen. Aha. So. Sagen Sie mir bitte, ob Sie Erfahrungen haben an dieser Börse. In welcher? In der Börse mit den Kryptowährungen. Nee. Okay. Und Sie? Möchten Sie handeln damit? Bitte? Was? Ja, also, Sie wollten was sagen. Bitte, ich höre zu. Na, habe ich vergessen. Aha. Und wie heißen Sie bitte? Na, haben Sie doch vorgelesen. Sind Sie der Herr Stefan Schmidt? Ja. Du bist scheiß Hurensohn. Was? Du bist ein Hurensohn. Ja? Ja. Und du? Ich? Ein Betrüger. Nein, ich bin ja deine Mutter fickt. Naja, also ein Betrüger. Ein Krimineller. Nein. Ein Krimineller. Ich spreche mit einem Kriminellen. Nein, du scheiß YouTuber. Doch. Nein, du YouTuber. Doch. Nein, du YouTuber. Doch. Ach. Kriminell. Hurensohn. Kriminell. Hurensohn? Ja. Hurensohn. Das ist aber nett.
Hurensohn. Ja, macht man das doch so bei einem seriösen Unternehmen, ja? Ja, gerne, mach mal das immer. Aha, also seid ihr kriminell. Ja. Hier, großer Grüße an deinen YouTuber-Kanal. Ja, das richte ich gerne aus. Ja, und ich nehme dich Kanal. Ja. Nett. Ja, also was will man da eigentlich noch groß zu sagen? Ich meine mal, erstmal weiß er ja, in welche Richtung das Ganze hier gegangen ist, aber letztendlich, er hat wie immer beleidigt. Und zwar einfach so ohne Grund. Ich meine, letztendlich habe ich ihn ja nicht beleidigt und der legt hier gleich wieder los. Ist herzallerliebst. Aber ich glaube, damit hat er uns, ja, zweifelsfrei von ganz allein wieder bewiesen, in was für einem Callcenter wir hier gelandet sind, beziehungsweise welches Callcenter uns da so einfach anruft, ohne Erlaubnis. Legal kann dieses Callcenter in gar keinem Fall arbeiten, denn ein legales Callcenter würde nicht einfach grundlos, ja, und einfach aus Spaß an der Freude mal direkt mit dem Beleidigen anfangen. Kann ich mir auf jeden Fall beim besten Willen nicht vorstellen. Machen wir mal weiter. Guten Tag, sprich mit Herr Steiner? Ja. So, grüß Sie. Herr Steiner, Sie machen sehr gutes YouTube-Kanal, ne? Ja. Sie bekommen von mir sehr viele Fame, ne? Ja, sehr viele Fame, okay. Du bist ein Arschloch, hey, ja. Ja. Du machst von mir Geld einfach, nur Leute zu verarschen. Ja, damit mache, ne, ich mein Geld, genau. Macht ihr doch auch? Nur, nein, Betrüger zu verarschen kann ja kein Betrug sein. Ja, du bist doch selber Betrüger, ne? Ja, aber ich du betrüge ja nur Betrüger nicht und keine normalen Menschen. Nein, du betrügst ja 100% auf normale Menschen. Nee, nur Kakerlaken. Nur etwas aufzunehmen. Ja. Aufzunehmen, ne? Ja, aber du sorgst ja noch und dafür, dass die Klickzahlen. Ganz andere ja. Namen, Nachname. Ja, aber du sorgst ja gerade dafür, dass du die Klickzahlen noch mehr steigen. Du glaubst, dass du wirst jemanden verarschen. Ja. Ja. Du bist doch voll dumm, ne? Ja. Hoff, hoff. Immerhin muss ich mein Geld nicht damit verdienen, Menschen zu betrügen. Ich weiß nicht, was der Grund Ihres Anrufs war. Ja, aber seriös kann er ja nicht gewesen sein. Denn unterm Strich war da wieder nichts Sinnvolles dabei, bei Ihrem gesamten Anruf. Naja, aber so arbeiten halt die Betrüger, ne? Wenn sie dann wahrscheinlich ein bisschen Zeit haben und gerade keine neuen deutschen Anmeldungen reinkommen, zumindest von ihrem Aufgabenbereich, ja, dann ruft man halt irgendwelche YouTuber an und beleidigt die ein bisschen. Ich meine, dem Anschein nach hat sie ja auch ihre Stimme verstellt oder da war noch jemand anderes dran, was ja auch nicht unbedingt von Seriosität spricht, wenn da gleichzeitig zwei Leute am Telefon sitzen. Mal ganz davon abgesehen, dass es, selbst wenn sie weiß, dass ich YouTuber bin, selbst dann hat sie ja nicht das Recht, mich anzurufen. Ihr fehlt immer noch Double Opt-in und und schon gar nicht die Daten weiterzugeben, weil Datenschutz herrscht trotzdem. Also egal in welcher Rechtskonstellation. Die restlichen Gesetze bleiben ja davon nicht, die bleiben ja nicht unberührt, ne? Also die müssen ja trotzdem, aber es interessiert die nicht, ne? Tja, da wissen wir automatisch wieder, was das für eine Firma sein kann oder muss. Hallo? Mhm. Hallo, wer ist am Telefon? Ja. Ja, wer ist am Telefon? Ja, und wir möchten Sie sprechen? Abdullah. Abdullah? Ja. Ist Abdullah zu Hause? Ja, ist Vorname. Muhammad Abdullah. Ja. Nein, du bist nicht Abdullah. Wo ist Abdullah? Na, Abdullah ist kaputt. Ist kaputt? Ja. Okay. Ja. Machst du Selfer? Hä? Selber machst du? Ja. Okay. Hm. Wie viele Leute habt ihr schon betrogen heute? Ja, da kennt er sich ja aus, wie ihn sich ein Abdullah anhören muss, ne? Denn unterm Strich, er hat ja nach dem Abdullah gefragt. Und da Herr Mohammed Abdullah fließendes Deutsch sprechen konnte, war er wohl ein bisschen verwirrt. Im Gegensatz zu ihm. Er konnte ja nun nicht unbedingt sauberes Deutsch. Auch wenn man jetzt hier nicht so viel feststellen konnte, weil das Gespräch sehr kurz war. Unterm Strich, ich meine, was hat jetzt der Anruf gebracht? Ich meine, ja,
War ja eigentlich für die Katze, ne? Hallo. Hallo, guten Morgen. Spreche ich mit Herrn Ablasent? Ich grüße Sie. Mein Name ist Andreas Krieg und ich rufe Sie an von dem Online-Handelsplattform, bitte. Sie sind bei uns registriert und deswegen rufe ich Sie an. Es geht um Online-Handel. Mit Bitcoin zum Beispiel, damit haben wir Reaktionen auch. Gold, Oil und so weiter. Aha. Das wissen schon, ja? Also ich bin persönlicher Kontoberater und ich kann Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Haben Sie mich das verstanden, ja? Hallo? Hallo? Haben Sie mich verstanden, oder? Ja. Okay. Also zuerst möchte ich wissen, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder ist das ganz neu für Sie? Das ist ganz neu. Das ist ganz neu. Okay, kein Problem bitte. Also, mehr als 80% von unseren Kunden genauso Anfänger sind, ja. Aber sobald Sie Ihr Konto bei uns aktivieren, Sie bekommen von uns volle Unterstützung. Und was das bedeutet? Das bedeutet, dass Sie einen persönlichen Finanzberater bekommen, der langjährige Erfahrung auf dem Finanzmarkt hat. Und er gibt Ihnen alle wichtigen Informationen und spezielle Kenntnisse, was Sie auf dem Finanzmarkt brauchen. Haben Sie mich verstanden, ja? Hallo? Ja, was denn? Herr Ablasent. Ja, natürlich, was denn? Unser Interesse ist, dass Sie bei uns langfristig bleiben und erfolgreich handeln. Weil wir ja nur in diesem Fall profitieren, wenn Sie bei uns als Kunde profitieren. Und wenn Sie in der Zukunft natürlich nach der Verifizierung Auszahlung tätigen. Nur danach bekommen wir unsere Zinsen. Das haben Sie aber schön abgelesen. Okay, also, Herr Ablasent, sagen Sie mir bitte, was war Ihre Vorstellung, wenn Sie angemeldet haben? Mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Mit minimal oder mit anderen? Also minimales Startkapital ist 250 Euro. Und Sie bekommen von uns 150 Euro extra dazu. Das ist die Willkommensbonus, ja? Okay, sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Mit der besseren. Wie bitte? Mit der besseren. Mit minimal, oder wie haben Sie gesagt? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte mit der besseren. Besseren? Ja. Ach, das sollen Sie entscheiden, bitte. Also, ja, hab ich ja es gerade. Gibt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel minimales Startkapital ist 250 Euro. Warum? Die zweite Möglichkeit ist 500 Euro und die dritte Möglichkeit ist 1000 Euro. Und je mehr Sie investieren, desto mehr Bonusgeld von uns Sie bekommen. Und jetzt sollen Sie entscheiden, bitte. Hab ich doch gerade, aber Sie sind doch leider zu blöd, um richtig zuzuhören. Sie können doch nichts. Sie lesen doch da bloß ab, Ihren Quatsch. Und dann war er ganz schnell weg. Logisch. Ich meine, letztendlich hatte ich auch keinen Bock auf ihn. Aber man muss ja dazu sagen, das war so ein Gespräch, ich glaube um 7.30 Uhr oder so. Die rufen teilweise gefühlt gerne mitten in der Nacht an. Davon mal abgesehen, ich habe ihm ja geantwortet. Aber irgendwie hat es da wohl wieder an der Sprachbarriere geklemmt. Naja, was will man da auch großartig erwarten, ne? Letztendlich geht es ja nur darum, dass sie euer Geld haben wollen, aber nicht, dass sie irgendwas verstehen sollen. Hallo, guten Abend, Herr Stein. Guten Abend, mein Name ist Markus Hegemann von Golden Gate Global bezüglich der Anmeldung für Börsehandel. Richtig? Weiß ich nicht, wann habe ich mich denn angemeldet? Also, Sie haben sich bei unserem Partner Werbung im Internet, Sie haben gesehen und da Ihre Daten hintergelassen. Und wir sind doch die Brokerfirma, der hilft Ihnen mit diesem Handel, Börsehandel, Finanzmarkt. Ja, aber das hat jetzt nicht meine Frage beantwortet. Dann können Sie es nochmal bitte stellen? Ja, die Frage war wann. Also wann? Es war vor einem Monat. Schön. Aha. Aber leider, wir könnten Sie nicht erreichen,
weil diese Telefonnummer war einfach nicht erreichbar. Und jetzt also, ich habe Ihnen angerufen, Sie angerufen und Sie haben es geantwortet. Also, ich werde gerne, also Sie fragen, könnten Sie bitte sagen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen schon gesammelt? Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Vor allem erzählt mir der Hörni hier, dass meine Telefonnummer angeblich nicht erreichbar gewesen wäre. Naja, daran wüsste ich aber. Also, wenn eine Telefonnummer funktioniert bei mir zu Hause, dann wohl diese hier. Und wenn ich die wirklich auch mal, warum auch immer, mal stumm schalte, ja, dann wird es ja trotzdem weiter auf dem Anrufbeantworter weitergeleitet. Es tut trotzdem so, als würde es ein paar Mal klingeln und geht dann irgendwann auf dem Anrufbeantworter über. So wie sich das halt ja normalerweise eben auch gehört, wenn man nicht erreichbar ist. Aber dass die Nummer gar nicht erreichbar war, das halte ich auf jeden Fall für eine Lüge, denn dieser Anschluss hier ist auf jeden Fall immer erreichbar. Entschuldigung, nochmal. Ihr Skript ist komisch. Die Fragen, die da auf Ihrem Zettel stehen, die sind total Banane. Die passen vorne und hinten nicht. Also mit Seriosität hat es nichts zu tun. Mal abgesehen von der Musik da im Hintergrund. Also es hat nichts mit Ihrer Seriosität zu tun. Also ich rufe Sie aus Großbritannien an und also Sie sprechen, Sie sagen etwas, was ich dann einfach nicht verstehe. Sie sprechen über Bananen oder über etwas, das also... Nee, ich spreche nicht über Bananen, ich spreche über euch. Ja, ich verstehe es. Aber ich habe Ihnen nichts gesagt, das also könnte Sie also nicht so höflich sein. Ich bin doch höflich. Warum sprechen Sie so? Dafür bitte fragen. Warum sprechen Sie, warum seien Sie so unhöflich? Ja, ich bin ja nicht unhöflich. Sie sind doch jetzt unhöflich. Nö. Ich rufe Sie, weil ich mache noch meine... Ist das unhöflich, weil ich nachfrage? Aha. Okay. Sie haben Ihre Daten hintergelassen, ja? Und jetzt rufe ich Sie an. Ja, Sie sind einer von den anderen 10.000 Leuten, die hier auf der Rufnummer schon angerufen haben. Ja, genau, aber Sie haben Ihr also Telefonkontaktnummer hintergelassen. Deswegen bekommen Sie Anrufe. Ja, aber das rechtfertigt ja nicht, dass da 100 einzelne Leute anrufen. Also leider, ich kann es nicht kontrollieren. Was ich kann machen, ist nur von meiner Seite meinen Job, okay? Und jetzt rufe ich Sie an, weil Sie haben Ihre Daten hintergelassen. Also nennt man bandenmäßigen Betrug jetzt also Job? Okay, das ist mir auch neu. Also es ist kein Betrug. Sie naja, doch. Noch nicht. Doch, das nennt man bandenmäßigen Betrug sogar. Ist noch eine Stufe höher als normaler Betrug. Okay, wenn Sie denken so, dann ich wünsche Ihnen schon einen Abend. Und ja, das okay? Wünsche ich Ihnen nicht. Danke, tschüss. Ja, sehr gerne. Also eins muss man ihm wieder hier zugutehalten, er ist nicht ausfallend geworden. Allerdings hat er Blödsinn erzählt, denn unfreundlich war ich ihn wirklich nicht. Ich meine, ich habe nachgefragt und ja, so gehört sich das eben auch. Aber wenn man das gleich als unfreundlich bezeichnet, naja, dann wissen wir wohl warum. Denn, naja, es ist natürlich dann schon unfreundlich, wenn er nicht mehr antworten kann. Tja, und das hat einfach was damit zu tun, dass er gar nicht weiß, wie er sich rausreden soll. Weil das letztendlich nichts anderes als Betrug ist, was wir hier am Telefon haben. Aber was will man halt eben auch großartig erwarten, ne? Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Mhm. Jeff Hoffmann ist am Apparat, Kontoberater von LPL Europa. Wie geht es Ihnen? Jeff Hoffmann. Ja, genau. Aha, okay. Es geht um Thema Online-Handel, Herr Steiner, mit vollautomatisierten Robotersystemen und persönlichen Expert. Aha. So, ich werde alles Ihnen erklären, Herr Steiner, zeige natürlich die Konto selber, wie sieht es aus und einfach, wie kann man schaffen, die Aktivierungsprozess, ja? Darf ich zuerst fragen, haben Sie schon Erfahrung im Handel oder versuchen Sie es am ersten Mal? Nö, aber ich frage mich erstmal, welcher Aktivierungsprozess? Meine ich schon einen Handelkonto-Prozess. Welches Konto denn? Über welche wir reden. Ja, über welches reden wir denn? Handel. Weiß ich doch nicht, über welches LPL, Konto reden wir? LPL Europa. Ach so, ja, jetzt heißt ja LPL Europa. Haben Sie nicht LPL Financial erst dicht gemacht vor kurzem? Ja, also LPL Europa ruft jetzt hier an. LPL Financial.eu und LPL Financial.de und ich glaube .com gab es auch alles schon. Die wurden ja dicht gemacht. So, und nun rufen Sie hier unter LPL Europa an. Punkt. Irgendwas, das hat er hier noch nicht verraten. Ja, also Wahnsinn. Die lassen sich wirklich überhaupt nicht davon abschrecken, dass die Callcenter dicht gemacht bekommen. Und selbst wenn das hier eine andere Bande ist.
Naja, warum sollte die ausgerechnet den Namen weiter benutzen von einem Callcenter, die, ja, dicht gemacht wurden? Das erschließt sich mir nicht so richtig. Aber naja, es ist halt dem Anschein nach wohl wieder ein Betrüger hier. Weil was anderes kann es ja auch nicht sein auf dem Kanal. Weil niemand anderes hat meine Telefonnummer. Nee, LPL Europa. Ja, also das gehört ja zu LPL Financial, ne? LPL. Also .de und .eu, die beiden Firmen wurden ja dicht gemacht. LPLEurope.com ist unsere Plattform, Herr Steiner. Aha. Unsere Zentralplattform ist LPL.com. Ja. Haben Sie gehört über unsere Plattform? Sehe ich schon, oder? Ja, bis jetzt nur Schlechtes, ja. Wer bitte? Ich sage bis jetzt nur Schlechtes, ja. Und warum darf ich fragen? Was passiert? Na, habe ich doch gerade erklärt. Was haben Sie erzählt? Haben Sie schon etwas geschafft, oder? Nö, aber da liest man ja ganz viel. Da wurden ja zwei Firmen von dicht gemacht. Was haben Sie von uns gemacht, Herr Steiner? Es wurden doch zwei Firmen, wurden doch geschlossen. Mit der Polizei. Wann? Was meinen Sie? Wann, weiß ich nicht. Letztes Jahr im November, Anfang Dezember. Mit unserer Plattform. Mit LPL Europa. Nee, LPLfinancial.de und .eu wurden beide dicht gemacht. Nee, ist das was anderes, denke ich. Sie haben nichts zu tun mit uns. Ach so, warum haben Sie denn den gleichen Namen? Was meinen Sie? Na, warum Sie den gleichen Namen benutzen mit LPL? Gleiche Name? Ja. Jemand hat ihn angerufen mit meinem Namen? Nee, LPL. Von den gleichen Firmennamen. Ah, LPL ist Sitzfehler Unternehmens. Unter dem Namen LPL, ja? Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir sind gleich. Ach so. Ja. Ja, und woher habe ich da jetzt das Konto? Ja, und die Frage kann er dann natürlich nicht mehr beantworten. Denn woher das Konto kommt, das steht da bei denen komischerweise nicht im Skript. Ich finde, es würde die Arbeit von den komischen Betrügern auf jeden Fall empfindlich vereinfachen. Wenn sie dann vielleicht einfach nur mal ein bisschen nachdenken würden. Aber dem Anschein nach tun sie das leider nicht. Naja, was will man da eben großartig erwarten? Ich habe euch mal noch was Gruseliges mitgebracht. Das habt ihr schon mal in einem Infovideo und in einer anderen Schnipselparty gehört. Aber die terrorisieren mich hier permanent weiter. Und ihr werdet da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr zu auf dem Kanal hier erfahren. Von daher habe ich euch ja hier noch mal zwei Schnipsel nacheinander jetzt einfach noch mal mit reingelegt, dass ihr euch das noch mal mit anhören könnt. Die beiden gruseligen Gespräche sind auch über verschiedene Kanäle, soweit ich sehe, gerade reingekommen. Genau, einmal war ich direkt selbst dran und einmal über einen Anrufbeantworter. Kollekt aus Monheim, in Kassel. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch im Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Ja, also mit einem Stimmenzerrer wird hier ja eine bedrohliche Nachricht eigentlich auf den Anrufbeantworter gesprochen, beziehungsweise also man geht ran ans Telefon und das System da bei denen labert sofort los. Das ist exakt 1:1 immer die gleiche Audiospur und die hatte ich jetzt hier schon, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Mal mittlerweile am Telefon. Manchmal rufen die ganz, ganz spät abends erst an, also so 22, 23 Uhr, also da, wo die Leute auf jeden Fall zu Hause sein sollten. Ja, und dann habt ihr sowas. Und dann geht man ans E-Mail-Postfach und dann findet man das vor, was wir schon in einem Infovideo hatten. Also Warnung vor Euro-Collect im Infovideo. Und da wird auch wieder ein Name benutzt, der nicht denen gehört. Und die machen hier mit lauter Panik, dass es irgendein angebliches Inkasso-Unternehmen, ja, aber das hat überhaupt gar keinen Auftrag. Die wollen einem hier nur Angst machen. Für mehr oder zu mehr dient es hier auf jeden Fall nicht. Aber damit man das Ganze hier nochmal schön sacken lassen kann, hier nochmal die zweite Aufzeichnung davon. Firma Euro-Collect aus Monheim, Inkasso. Wir haben Ihnen gerade eine sehr wichtige E-Mail geschickt. Bitte schauen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, möglicherweise auch im Spam. Und nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Wir schicken das nicht mehr per Post
aus Kostengründen. Also diese E-Mail ist die einzige und letzte Möglichkeit für Sie, die Sache durch Zahlung aus der Welt zu schaffen. Ansonsten geht das dann über die Rechtsanwaltskanzlei zum Gericht und wird Klage erhoben gegen Sie. Ja, also in dem Sinne, bitte schauen Sie dringend in Ihr E-Mail-Postfach. Ja, vielen Dank. Ja, hier kann man eigentlich nur nochmal dazu sagen, grundsätzlich müsst ihr oder solltet ihr zumindest, müssen nicht, aber man sollte unbedingt, wenn ihr einen Inkassoschreiben bekommt, reagieren. Allerdings sollte man sich das Inkassoschreiben erstmal ganz genau anschauen und ja, auf Echtheit prüfen. Wer ist der Mandant? Wer wird da vertreten? Von wem soll das Geld überhaupt ja, eingetrieben werden? Bei wem habt ihr Schulden? Ihr habt ja nicht beim Inkassounternehmen Schulden, sondern bei irgendeiner anderen Firma in der Regel. Und da kann man ja direkt anrufen bei dieser Firma und eben nachfragen, ob das Ganze stimmt. Steht davon überhaupt nichts drin, dann kann es nur Betrug sein. Außerdem muss in einem Inkassoschreiben auch genau drin stehen, warum man Schulden hat. Also wodurch die aufgelaufen sind. Ne? Also was ihr da genau nicht bezahlt habt und welche Gebühren da mittlerweile sich angehäuft haben. Ist das alles nicht vorhanden, dann kann es eigentlich nur Betrug sein. Grundsätzlich gilt aber lieber Vorsicht und das Ganze mal prüfen. Außer es ist jetzt hier so ein wahnsinnig absolut unseriöses Gedöns. Hier fällt es auf, allerdings finde ich, das schüchtert schon extrem ein. Und von daher prüft sowas immer lieber, weil im schlimmsten Fall, wenn ihr so ein Inkassoschreiben einfach komplett ignoriert und der Gerichtsvollzieher klopft irgendwann schon an der Tür, dann wird es teuer. Und dann wird es auch definitiv teuer. Dann kann man sich da so viel rausreden, wie man will. War die Forderung echt? Und die stehen schon vor der Tür, dann habt ihr die ganzen Kosten zu tragen. Na, und dann hat man eben das Ganze versäumt. Allerdings, normalerweise kommt das auch per Post. Kann allerdings in Einzelfällen auch sein, also was ein absoluter Irrglaube ist, dass E-Mails nicht gültig sind. Doch, und wie sie gültig sind. Wenn man euch eine E-Mail oder eine E-Mail zuschickt und da steht eine Forderung drin, dann ist diese E-Mail gültig und rechtskräftig. Das Problem ist hierbei, viele denken, es braucht absolut immer den Postweg. Das ist falsch. Grundsätzlich ist das ein Hinweis für Seriosität, wenn es per Post gekommen ist. Allerdings, ein Inkassounternehmen ist dafür da, um Leute wiederzufinden und Geld einzutreiben. Bei einem Inkassounternehmen, die versuchen, Adressen zu recherchieren. Und wenn man keine Adresse findet, man hat aber nur eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer von dem Kunden, ja, dann probiert man es über diesen Weg. Na, also ist ganz logisch, wenn man die Adresse nicht finden kann. Beispielsweise, ihr seid verzogen, bei jemandem anders eingezogen und das ist nirgendwo erstmal gemeldet. Na, und dann muss man euch ja erreichen können. Und demzufolge ist eine E-Mail nicht ganz ohne. Also auch E-Mails sind richtig. Genauso wie auch beim Widerrufsrecht, was man hat. Das zählt ab dem Zeitpunkt, wo die E-Mail eingegangen ist. Ja, und bei einer E-Mail, da kann man sich das auch bestätigen lassen, dass die angekommen ist. Zumindest, dass der Server existiert hat und nicht nach 48 Stunden irgendwas zurückgekommen ist. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Waren heute wieder ein paar kleine Schnipsel. Morgen haben wir nochmal ein paar Schnipsel für euch. Und wer möchte, findet jetzt hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf dem Kanal. Ansonsten besucht mich gerne noch auf Social Media. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.